Mahlzeit, Leute. Ja, ihr schaut vorher mal, ich bin's der Sascha und heute wird gebowlt, nämlich Premium-like. Ja, und das versuche ich jetzt rauszufinden. Premium Bowling ist erschienen. Mal gucken, ob das Ding wirklich Premium ist. 19,99 € kostet das Ding auf der Oculus Quest. Es ist nicht Crossbuy. Das habe ich lange nicht mehr sagen müssen, dass etwas nicht Crossbuy ist. Das Ding ist es nicht. Ja, hat mich ein bisschen gewundert, aber okay. Ja, jetzt stehe ich hier in dieser Bowlinghalle. Der erste Eindruck ist so, ich sag mal, es ist okay, ja. Ich sag mal hier so diese Treppenkanten, hinten diese schwarzen, die sind schon sehr unruhig. Hier vorne diese Markierungen sind ein bisschen am Flimmern. Die Lampen sind auch ein bisschen unruhig, aber ansonsten ist das schon Questniveau. Da hinten ist Mo, ne, aus Moos Taverne. Ja, das sieht okay aus räumlich. Aber es ist nicht knackscharf, das muss ich sagen. Es wirkt leicht verwaschen. Aber okay, schauen wir mal, wie das Spiel nachher selber ist. So, wenn ihr das startet, dann müsst ihr euer Profil konfigurieren. Deutsch ist klar, mein Name. Senden Sie meine Ergebnisse. Ja, mach mal ruhig. Dann mach ich speichern. So. Mein Avatar. Hä? Weiter? Ja, nee. Was war das denn jetzt? So ja nicht. Avatare? Barpersonal an, Spieleravatare an, Menge aus. Machen wir Menge an. So, wie kann ich jetzt mein Avatar nochmal ändern? Chat an, Geschwindigkeit des kmh, Anti-Aliasing automatisch, bearbeitet die Physik aus. Also die kann man auch einschalten, was immer das ist. Strike-Effekte aus, Ölmuster anzeigen aus. Ne, mach mal alles an. So. Arbeitet die Physik aus? Das weiß ich nicht. Das lasse ich einfach erstmal aus. Keine Ahnung. So, weiter. So. Ich möchte meine Puppe nochmal ändern, Leute. Info. Ach, da, Avatar. Okay. Jetzt gucken wir nochmal. So. Weiter. Oder mit den Analogsticks auch nicht? Was ist da weiter? Okay, also ihr müsst hier dann. Da. Okay, das ist aber ein bisschen komisch gemacht, ne? Okay. Auf jeden Fall bin ich ein Kerl. Die hatten wir schon, ne? Mehr gibt's nicht? Doch. Die sehen dann fast gleich aus, ne? Ach komm, den nächsten Kerl nehme ich jetzt. Komm, weiter. Gut. Speichern. So, jetzt können wir glaube ich endlich loslegen, ne? Lokal, liegen, online. Ja, lokal. Kann ich nicht. Hä? Ach so. Ich spiele lokal. So, wir haben glaube ich 5 Bahnen, habe ich gehört. Wir haben die Retro-Bahnen, Paradiesinsel, Luxus-Strike, Disco-Arena und Mountain Retreat. Ich fange natürlich klassisch mit der Retrobahn an. Neue Runde startet. Muster. Öl. Okay. Achso, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Stoßstangen aus. Was sind Stoßstangen? Bahn wechseln? Ich mache einfach mal. So, jetzt stehe ich hier. Was ist das? Da sind die Avatare, die zugucken, ganze 3. Da sind die Kugeln. Okay. Fragezeichen. Wählen Sie ein Hilfethema. Gehen mit Daumen 2 Möglichkeiten, Bowlingkugeln aufzunehmen. Geraden Weg werfen, mit einem Dreh werfen, werfen mit Zielwerkzeug. Gibt es hier kein richtiges Tutorial? Muster sichtbar machen. Okay. So, ich mache jetzt einfach mal so. Das habe ich. Ey! Wo ist sie? Also ich habe das jetzt mit einem Trigger gemacht. Ich halte den Trigger jetzt fest. Also einen Glanz sehe ich jetzt nicht. Die Kugel selber sieht schon cool aus, aber einen Glanz sehe ich nicht. Soll ich jetzt da hinlaufen oder was? Okay, einen Schatten habe ich auch. Achso, das eine ist mein Kopf, ne? Das kleine ist die Kugel, das große ist mein Kopf. Okay, ich mache jetzt einfach mal, ne? Gucken wir, ob das einfach funktioniert. Okay. Das ist aber sehr am Flimmern da hinten, Leute.
Was war das nicht gut? Can this be fixed? Trying to smack down pins. Okay. One, three and ten. Was mir aufgefallen ist, habt ihr gerade gesehen, das sah so aus, als würde die Kugel runterfallen und dann ist sie so ruckelig und ist auf die Bahn und da ist sie ja smooth gerollt. Ne? Wir probieren das nochmal. Das ist jetzt besser. Ach, fast. Oh. Gut. Wie gesagt, das kann man auch mit vier Leuten online spielen, ne? Gucke ich mir nochmal. Nee. Toll. Wenn ich nur den einen Pin treffen müsste, dann würde ich das nicht hinkriegen. Komm, nimm mal die rote. Rolling with, leave. Man kann aber in die Löcher reinschauen. Okay. Der war besser, ne? Ne, der war auch scheiße. Kacke. Ich guck mal. Really? Ja, really. Ich guck jetzt mal. Gehen mit Daumen herum. Was? Gehen mit dem Daumen herum? Okay. Ah, guck mal mit dem Analogstick. Gehe mit dem Daumen herum. Okay. Das ist aber wie so schweben. Das ist voll komisch. So, dann gehe ich mal ein bisschen vorne. Dann kann ich besser werfen. Sagen wir das schon mal. Ne? Was haben wir noch? Zwei Möglichkeiten, Bowlingkugeln aufzunehmen. Richten Sie den Strahl nach oben und halten Sie den Abzug gedrückt, um einen Ball aufzunehmen. Richten Sie den Strahl. Das ist nach oben, ne? Tatsächlich, ich habe dann einen Ball. Schwinge deine Hand und lasse den Abzug los, um zu werfen. Okay. Ich habe voll den Drall nach links, ne? Das da oben kann man auch sehr schlecht lesen, die Zeit. It's time to dust it off. Let's do this. Here we are, continuing with ugly leave. Ich weiß ja nicht, was ich davon halten soll, ehrlich. Geraden Weg werfen. Das kann man fast nicht lesen, Leute. Halten Sie den Strahl nach oben und halten Sie den Abzug gut mal den Ball. Das habe ich doch schon. Halten Sie Ihre Hand unter dem Ball, um gerade zu werfen. Also unter dem Ball. Habe ich doch, ne? Das ist jetzt unter dem Ball, ne? Das ist oben, das ist unten. Ist das gerade? Ist das besser? Boah, einer bleibt stehen und scheiß. Das geht aber echt ein bisschen auf die Augen, Leute. Ey. Ich meine, so vom Werfen, vom Gefühl ist das echt nicht verkehrt, aber... So, nächste Dinge hier. Mit einem Drehwerfen. Halten Sie den Ball von der Seite, um ihn zu drehen, okay? So, dann ist das so, ne? Oder so? Mach mal so, ne? Nee. Wie soll ich ihn so werfen? Unten, oben? Hä? Gut, schwinge deine Hand, lass sie den Abzug... Drehen Sie die Hand, wie im Beispiel gezeigt. Jetzt habe ich es doch wieder unten. Also er zeigt das, kann ich den Ball wieder wegschmeißen. Ah, weg da. Aber ich wollte das mal testen hier mit... Geraden Weg, macht er das dann auch? Drehen Sie die Hand wie... Das ist doch jetzt von der... Wie soll ich ihn so werfen? Drehen Sie die Hand wie im Beispiel gezeigt. Gut. Schwinge deine Hand und lasse den Abzug... Also so jetzt? Seht ihr das, wie ich den Controller halte? Okay, und jetzt werfe ich gerade. Wo ist denn das gerade? Guter Wurf. Aha. It came down to this. Look, jetzt machen wir mal mit dem to be honest, there's some cleaning up to do. Ja, ja, ist okay. So, halten Sie. Jetzt habe ich hier die ganze Zeit so gemacht. Das ist doch nicht von der Seite. Das ist doch... Egal. Ja, jetzt dreht er sich. Ja, seht ihr? Dann schwimmt er so ein bisschen, ne? Really? Ja, nicht really. Okay. So, was haben wir noch? Werfen mit Zielwerkzeug. Aktiviere Zielwerkzeug. Sie können es über die VR-Option deaktivieren. Drücke den Auslöser, um fortzufahren. Das Ziel dreht ihren... Was? Dreht ihren Wurf darauf zu. Boah, das kann man echt schlecht lesen. Okay, jetzt kann ich das platzieren. Was? Ja, und wie mache ich das? Ach so. Okay. Ich mache mal so in die Mitte, ne? Dann treffe ich alle Pins. Ist aber sehr, sehr feinfühlig. So. Und jetzt? Und jetzt geht der da hin, oder was?
Ah, wieder einer stehen geblieben. Aber das war doch schon nicht schlecht, ne? This calls for concentration. Okay, I'm not gonna lie. There's some cleaning up to do. Ich will das ausmachen. Ich will das nicht mehr. Ich mach das mal hier vorne hin. So. Ach, jetzt habe ich dir wieder mehr geworfen. Ist das jetzt weg? Ich hoffe. It's a gutter shot. That hurts. Ja, 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 das hört. Werfen mit Ziel ändern von Bällen in ihrer Sammlung. Das ist, naja, okay. Abbruch. So, jetzt kann ich mir das nochmal angucken, wie ich geworfen habe. Okay, jetzt stehe ich hier hinten an der Bowlingbahn. Das sieht gut aus. Ja, da kommt aber kein. Hallo? Aha, jetzt könnt ihr richtig sehen, wie schön ich hier verkackt habe. Voll daneben gehauen. Ist okay. Wieder Trigger drücken, bin ich hier weg. Das würde ich aber gerne wieder ausmachen. Das kann ich in den VR-Optionen. Okay, wir spielen erstmal zu Ende und dann. Ich leid, dass ich das ausbekomme. Also wenn ich so schmeiß, wie war das? Oder so? Ich weiß das nicht mehr. Das war jetzt gerade, ne? Boah Leute, was mache ich denn hier? There's space in the gutter. Ja, 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 ja. Go there. Wow. Bowling is hard. The full rack. Ach, das gibt's doch gar nicht, ey. Ich habe immer nur ein Dienst dran, ey. Komm, gib her. There's space in the gutter. Das ist schöner mit Stoßstangen zu ihm. Stoßstangen aktivieren. Ach so, dann. Mach mal. Ha, jetzt können die nicht mehr rausrollen. Voll die Noob-Bahn jetzt hier für mich. Ah, dann klappt's auch. Nice! Lively pin action in the previous round. Okay, das macht er dann allein. Ist ja auch eine Noob-Bahn jetzt für mich hier. Okay. So. Mach das aber gleich alle wieder auf. Warum schmeiß ich den denn immer so? Ah, jetzt geht's doch, ne? Bad luck. Ja, mach mal hier zu Ende. Sometimes it's like this. And now it's the time to go for a pickup. Jetzt hab ich mehr. Na toll. Nach rechts geworfen. Und ich hab's echt nicht drauf mit Bohlen. Ne? Tut mir leid, Leute, ehrlich. Der wäre auch wieder ausgegangen, oder? Was ist denn das? That left something to be desired. Ja, ja, clean ja, it ja, up, ja. Dreaded. Leave. Darf ich nochmal? Okay. Ach, das Ding fliegt immer nach da. Da kann ich machen, was ich will. Das fliegt immer nach links, Leute. Das ist doch Mist. Not gonna worry about it. Going on. Getting ready for a spare attempt. Ja, jetzt. Der drillt immer nach links rüber oder driftet oder keine Ahnung. Ich bin ein bisschen genervt, Leute, ehrlich. Darn it! So. Weiter. Weiter, Bestenliste. Metrobahn. Tops. Nein, machen wir weiter hier. Ich will nicht nochmal. Oh, wie komme ich denn hier raus? Ich drücke mal Menü. Okay, Menü kommt man raus. So, VR-Einstellungen. Zielhilfe aus. Grifftaste aus, dieser Griff. Laufgeschwindigkeit, Werfgeschwindigkeit. Das kann man auch noch alles einstellen. Wurfqualität niedrig. Laufen aktiviert. Wurfbahn nicht angezeigt. Wurfqualität immer mal hoch. Keine Ahnung. So, Einstellungen. Das. Spiel abbrechen. Ja. So. Ja, hab ich doch. Ach so, Abbruch, abbrechen. So. So, Bahnwechsel. Wir spielen dann eine Wonders Paradiesinsel. Auf geht's in Urlaub. Bin gespannt. Also, so ganz abgeholt hat mich das noch nicht. Ne? Und ich werfe echt immer diese Kugel nach links. Ich weiß nicht, was das soll. So, jetzt bin ich gespannt. Ich höre schon mal Wasser. Ne? Urlaubsfeeling. Okay. Ist aber nicht viel los hier hinter mir, ne? Der Mo ist auch nicht mehr. Warum sind denn da so Betten? Da hinten. Ah, den sehe ich aber besser wie der Mo, ne? So. Stopp, Bahn wechseln, neue Runde. Ja, neue Runde. So. Wie kann ich auch wieder laufen? Ich kann gar nicht. Doch, ach, mit dem rechten. So, sorry, Leute. Wir machen jetzt mal Folgendes. Wieso sind die da hinten? Ich kann auch nach oben, ne?
So, ich gehe jetzt mal hier so ein bisschen zur Seite. Ja, guck mal, ich kann sogar hier drauf. Dann probieren wir das mal, ob ich das jetzt... Ich hab das doch ausgemacht, den ganzen Kram hier, ey. As you can see, it's not easy. Picking up, tired, leave. Also ich finde das alles fürchterlich kompliziert, Leute. Zielhilfe ist doch versteckt. Ach, deaktiviert. Okay, da gibt es drei. Also sichtbar, versteckt und deaktiviert. So. Und wie mache ich diese komischen Dinger hier wieder aus? Geräusche, Avatare. Anti-Aliasing ist automatisch. Kegelanzeige, Ergebnis, Strike, Ölmuster. Geräusche. Weiter. Hä? Kugel. Devil, Alien, nimm mal Alien. Weiter. Aber ich möchte diese Dinger da wieder ausmachen. Aufgeschwindigkeit. Wurf laufen aktiviert. Wurfbahn nicht anzeigen. Das ist nicht da. Weiter. Was soll denn das? Oh Leute, das ist echt ein bisschen nervig, das Ding, ganz ehrlich. Das ist die Elektro. Die glänzt. Die sieht sogar gut aus. Okay. Ich mach jetzt mal so, ne? Was man gar nicht machen soll. Wäre auch wieder rausgegangen. Bad luck. Ich krieg da echt keine Gefühl für. Aber eigentlich halte ich die doch so, ne? Wenn nur die Löcher gut sind. Aber die trifft jetzt, so. Was ist doch hier? Was mache ich denn hier? Ich stelle mich mal hier hin. This be fixed? Look, to be honest, there's some cleaning up to do. Jetzt hätte es ein bisschen nach links gehen sollen. Bis jetzt gefällt mir das noch nicht so wirklich, Leute. Open the game without strike. Ja, geht doch. Und das auch ohne die Bande, Leute. Here's a go for Barney Rowe. Jetzt gefällt es mir doch wieder. Aber ich möchte diese Bahn hier weg haben. Das ist doch verarsche hier, was ich hier mache. Okay. Der war auch nicht schlecht, ne? Geh mal so. The hit did not seem perfect. Pins 1, 2 and 4 to convert. Ach, schade. Also wie gesagt, vom Spielgefühl ist das cool, Leute. Das gefällt mir. Nur optisch, also das ist echt ganz arg da hinten. Das sieht nicht mehr schön aus. Sicherlich, Sachen in der Entfernung sehen immer nicht so toll aus. Wow. Jawohl. I hope to see another strike in a row from this. Ich hoffe, ihr guckt hier überhaupt noch, weil ich vorher am Anfang so ja, toll gespielt habe. Geht doch. Aber ich habe ja auch irgendwie dieses komische Wurfding in der... Ah, der war nicht gut. How did that happen? Das weiß ich auch nicht. Attempt to fix it now. Cleaning up dreaded. Leave. Ach, nee, ich krieg da noch nicht so ein Gefühl. Machen wir mal neue Kegels hier. Oder Pins. Open the game with a strike. Das gesehen, mitschmeißen. The earlier frame was beautiful. I wouldn't be surprised to see it for Barney Rubble. So. Okay. Das ist auch nicht, da kann man das auch nicht abschalten, ne? Ach, fast. Hey, there's something to learn from that. Getting ready for a spare attempt. So, wenn ich jetzt hier so runter gucke, wie ich jetzt schaue, dann habe ich hier oben unheimlich viele Treppeneffekte, wo die Grafik reduziert wird. Und man hat ja so die Kugel jetzt in der Hand, wenn man sich bückt, und schielt ja nach oben. Weil man will ja die Pins sehen, ne, wenn man so gebückt spielt. Und das flimmert total und man sieht da fast gar nichts mehr.
Cleared. Ich getroffen. Gut geworfen habe ich. Beautiful strike. Drei, ne? The previous strike. So langsam bin ich doch drin. I'll bet my life on the Barney Rubble. Und das hätte ich auch ohne die Noob-Bahn hier geschafft. So. Darf ich nochmal? Du kannst den Wochenplatz 75 auf der Feuerbestenliste mit. Leute, so schnell kann ich nicht lesen. Okay. Nein, der war nicht gut. Ah, der war nicht so gut. Na? Ooh, it's hard. Picking up. Heavy, please. Ach, da krieg ich hin. Gut, der war jetzt genug, den hätte ich sonst nicht mehr gekriegt. Really? Weiter. Mach mal hier Bestmiss, was sind hier Tops? Da bin ich nie bei, ne? So, VR-Bestmiss an, weiter. Achso, dann spiel ich das nochmal, oder wie war das? Also beenden. So. Sicher, dass du abbrechen möchtest, Abbruch. So, was? Ach, das ist... Abbruch, abbrechen, ne? Also das haben die echt alles ein bisschen doof gemacht. So, kann ich das jetzt hier nochmal einstellen, bitte? So, Sprache Deutsch, Ölmuster, Streikeffekte an, automatische Wiederholung an, Chat an, Kegelanzeige an, Anti-Aliasing automatisch, bearbeitete Physik, mach die mal... Nee. Da kann ich das selber bearbeiten? Kann ich dann machen? Ah, Leute, guckt euch das mal an. Was ist das alles in Englisch? Da habe ich keine Ahnung von. Also da bin ich raus. Das ist dann für die Simulationsleute unter uns, das ist nicht meins. Also da fange ich gar nicht erst an. So, Anti-Aliasing automatisch, niedrig, hoch. Dann sieht sofort schon viel, viel besser aus. Ich lasse das mal an und wir gucken mal, was passiert. Geht das noch höher? Ne, ich mach das mal wieder auf hoch. Dann sieht so einiges besser aus. So, Sprache. Info. Okay, das ist dann die Credits. Okay, weiter. Das Menü ist wirklich total verschachtelt, Leute. So, weiter. So. Lokal. Bahnwechsel, ne? Da Stoßstangen an. Das ist nochmal, also ganz komisch alles, wirklich. So, da macht ihr die Stoßstangen an und aus. So. Jetzt gehen wir mal Luxus-Striker. Also wenn man sich erstmal mit dem Menü so ein bisschen auseinandergesetzt hat, ist das okay. Ich bin jetzt mal gespannt. Jetzt habe ich das Anti-Aliasing ja auch hochgestellt. Also hier dieses, das hier flimmert unheimlich, das Regal flimmert. Ja, die Dame sieht nett aus. Wir sind überall fast nur Damen, ne? Okay. So, neue Runde starten. So, jetzt habe ich das hier ganz nah bei mir, das finde ich viel, viel besser als wie vorhin. Aber die Pins sind immer noch, ja gut, aber in der Entfernung ist es einfach so, dass das alles nicht mehr ganz so gut aussieht. Das ist auch unheimlich hier am Flimmern, dieses Silber, das soll ja eigentlich glänzen, ne? Hier, kann man das sehen im Video, also es sieht nicht schön aus. Guck mal da hinten, diese ganzen Kanten, also, Leute, dann macht lieber was ohne, so Glanz, wenn es echt nicht gut aussieht, ganz ehrlich. So. Gucken wir mal, ob wir das wieder so schön hinbekommen. Jetzt habe ich ja keine Stoßstangen mehr. So kannst du mal losgehen. Strike. The pin action on last throw was beautiful. Next step is da, der hat noch den letzten Hit gegeben. Sehr cool. Schade. Aber das finde ich sich so dreht, ist auch nicht am besten, ne? That was bad. Cleaning up. Tire. Leave. Ah, die geht voll daneben, ne? Ja. Shit. Schade. Almost, but. Ja, das da oben mit den Zahlen, das verstehe ich nicht so ganz. Also wie gesagt, ich bin kein Bowling-Experte. Up in the game with a strike. Wer geht das?
beautiful strike on last frame. Marty Rupp. This place looks crazy. Spiegelt sich das auch ein bisschen drin, ne? Ah, schade. Der ist mir ein bisschen weggeflutscht. Oh! Going on. And now it's the time to go for a pickup. Let's see this. What? Cleaned up on that one. So langsam kriege ich doch Gefallen an dem Ding. Aber wie gesagt, optisch ist das echt ein bisschen gewöhnungsbedürftig. So. Ah, schade. Da ist er nochmal ein bisschen nach rechts gedriftet. The hit did not seem perfect. Getting ready for a spare attempt. Ah, schade. Das war anders geplant. No way! Du kannst den Wochenplatz nicht auf 111 Punkten schlagen. Okay. Warum tut die das nicht die ganze Zeit da runter einblenden? So schnell kann das echt keiner lesen, ey. Na, oder? Schade. Der eine zählt noch, der Schräge da, so. Alright, it's time to dust it off. Ja, ich bucket mach to convert. Ich mach hier alles. Ach, gibt's nicht. So close. Platz 84 jetzt, okay. Ich mach hier alles. Ach, der ist ja auch wieder nach rechts so ein bisschen weg, ne? Here we are. Ja, hier. It came down to this. Heavy leave to convert. Ach, Scheiß. Der Schwung ist raus, Leute. Ah! Was war das denn? Ist der da mit der Bardame dran oder was? Ah, der ist auch wieder Mist. Jetzt ist es weg, jetzt ist es weg. Ich habe so gut angefangen. Darn! As you can see, bowling is hard. Picking up, sad, leave. Das gibt es nicht. Aber Platz 84 kann ich noch schaffen. In den VR-besten Listen der Woche. Ach, das ist auch wieder. Mann! Was mache ich denn jetzt wieder hier falsch? That seemed to lack some pin action. Rolling with, tired, leave. Ne, ne, das ist wieder nichts mehr. How did that happen? Das weiß ich auch nicht. Ach, schade, die eine blöde Pin da bleibt da stehen. Can this be fixed? Pin 6, waiting at the deck. Ach, das mach ich, das mach ich. Gorgeous! Clean up! Wenigstens ein Spare. Geschafft? Ich darf nochmal. Okay. Ach so, naja, alles gut. Ach, ich dachte immer, was war das denn? Das sah ja cool aus. Das war's. Platz 2. So, weiter. Jetzt ist das Menü plötzlich so nah vor mir, ne? Vorhin war das so weit weg. Also, das ist alles ein bisschen durcheinander, ehrlich. So, weiter beenden. Oder warte mal, immer nochmal Abbruch. Bahn wechseln kann ich nicht mehr. Nee, da muss ich jetzt echt beenden. Abbrechen. Lokal, Bahn wechseln, Disco. Also zwei haben wir noch. Gucken wir natürlich für euch an, ne? Was kann man hier? Muster? Kann man das ändern hier? Machen wir ein anderes Muster hier. Hawk, Muster. Machen wir das. Starten. Na, ich wollte doch die Bahn wechseln. Bist du doof? Einstellungen, Spiel abbrechen, ja. Bahn wechseln. So, Disco Arena will ich doch. So, weiter. Ja, also wie gesagt, also das ist für eine First Impression wirklich ein bisschen durcheinander, das Spiel. Okay, das hat was von Synth Riders, so ein bisschen 80er und so. Gefällt mir. So, neue Runde.
Oh, das sind schon scharfe Farben, die eigentlich aufs Auge brennen. Ja, und jetzt ist die Leiste wieder so weit weg von, weil die so nah, ne? Das finde ich echt ein bisschen kurios, wie die das macht. Sonst wirkt das hier sehr leer, ne? War es ziemlich weit weg diesmal? Oh, okay. Schauen wir mal. Der ist doch schön in der Mitte fast gewesen. Ach, komm. Ouch. That didn't go as planned. Ja, stink. Leave to clean up. Ach, bleiben die zwei Pins da echt stehen. So, jetzt kann man die Zahlen echt wieder sehr schlecht lesen da oben übrigens. Boah, das gibt es nicht, ey. Mein Gott. Moving on. Let's see how the second throw goes. Ja, ich gebe alles. Ach. Das war nix. Nope. No, den kann ich eigentlich auch weglegen, ne? Fällt mir gerade mal so ein. Ach, shit. As you can see, it's not easy. Nee. Some cleaning up to do. Also einfach ist es wirklich nicht. Kürzer? Mann, das nicht. Okay. Ach, das gibt es. Ich hab echt, weil die Jungen müssen jetzt zur Seite. How did that happen? Das weiß ich auch nicht. That was less than perfect. Trying to smack down ugly. Leave. Ach. Ach boah, so schlecht war der gar nicht, ne? Aber das ist eine ganz blöde Runde. Ganz schlecht. Ein bisschen rüber. Was war das denn? Hier mal ein bisschen näher. Wie weit darf ich denn? Trying to pick up ugly. Leave. Spiel mal von hier, geht das? Foul. Okay, das geht nicht. Okay. Man kann es ja mal probieren. Okay. Bleibt der eine noch stehen. A small mistake there. Fiver, waiting at the deck. Den treffe ich. It's a foul. Was denn jetzt wieder? Hab ich da drüber? Darf ich mit der Hand auch nicht da drüber? Okay, nee, zurück, ey. Foul. Darf ich da nicht drüber? Lauf rückwärts, okay. Geh mit dem Daumen rückwärts. Ich gehe mit dem Daumen rückwärts. Mein Glück hat mich echt verlassen. Whew, that didn't go as planned. Pin 10 is looming at the other end of the lane. Ja, kommt. Spare. Geht doch. Da steht irgendwas im Platz 68. Ich bin echt total happy. Ja, komm, geh mal in die Mitte. Sun doesn't always shine. Sad. Leave to convert. Oh, da war die Schranke noch. Ja! Schreit er denn jetzt hier so rum? Oh, ich treffe keinen Strike mehr. Es ist nicht wahr. Here we are. Here we are. Came down to this. Pins 1, 2 and 9. Waiting at the deck. Oh. Und dann mal ein bisschen Disco. Boah, das ist echt, also mein Glück hat mich total verlassen. Almost, but. Hab ich nochmal? Hey, there's something to learn from that. The fourth pin must be dealt with now. Ach. Schade. Ach, mein Fuß tut weh, Leute. Alter. Ben. Abbrechen. Was denn? Lokal. Bahn wechseln. Dann haben wir noch Mountain Retreat. Weiter. Ja, die schaue ich mir natürlich auch noch an und dann soll es das auch erstmal gewesen sein. Mir wird richtig warm, Leute. So, wo haben wir hier?
Okay, da fehlt die Hälfte. Der Boden sieht okay aus. Boah, das flimmert hier wieder, ne? Dieses Metall da und so. Der hat auch schon bessere Zeiten gesehen. Die sieht gut aus. Ja, was soll ich sagen? Also optisch ist das, also das Ding jetzt hier nicht so, der Kracher gefällt mir nicht so. Egal. So, starten. So, nehmen wir das Ding. Also das ist von allen Bahnen eigentlich die schwächste, muss ich sagen, optisch. Aber hier glänzt das so viel da schön drauf, ne? Okay. Ach, ist doch alles hier wieder. Continuing on, rolling with tire, leave. Cleaned up on that one well. Da ist ja schon mal ein besserer Start wie gerade auf jeden Fall. Ah, schade, fast, ne? That was bad. Pins 1, 2 and 8 to convert. Der geht. Ach, hättest du den anderen auch noch mitnehmen können. Nope. Also die fallen schon realistisch, das muss ich ja schon sagen. Kein Strike mehr. So close. So close. Ooh, it's hard. Trying to smack down. Bad. Leave. Nee, nee. Ist nicht meins. That's it. Mal. Geht doch. Last throw. Pins went down and stayed down. Four strike. Two. Strike. Rubble. Okay, ich habe aus dem Fenster geguckt. Ja, der fällt ja da richtig. Richtig. So, weiter geht's. Das ist aber jetzt gemein. Attempt to fix it now. And now it's the time to go for a pickup. Let's see this. Snazzy! Cleaned up so on geht's. That one well. Was Platz 77.1 will ich da mal sehen. Ach, der war scheiße. Straight to the gutter. That seemed to lack some pin action. Look. To be honest, there's some cleaning up to do. Ach, das war ein ganz beschissener Wurf. Oh, je. How did that happen? Weiß ich nicht. Jetzt habe ich wieder diesen Rechtsdrall auf einmal. Also ich kriege da echt das Gefühl. I hope this roll will be better. Rolling with smelly leave. Schade. Mir wird richtig warm, Leute. Das ist ja schon richtig Sport hier. Ach, fall doch! Aber Leute, the hit did not seem perfect. Cleaning up bad. Leave. Nee. Ah! Auf Sound Self oder was? Ich krieg den Dreh nicht, Leute. Sorry, ehrlich. Almost, but that didn't go as planned. Trying to convert, tired. Leave. Schade. Zwei darf ich noch, ne? Hab ich so gesehen. Close. So. Das ist einfach. Mein Spiel. This calls for concentration. Trying to smack down. Sad. Leave. Ach. Nee. Mach's doch besser, ey. So. Weiter. Ja, beenden. Abbrechen. Gut. Ja, dann haben wir natürlich noch liegen und online. Bearbeitete Physik, warum ich da jetzt nicht spielen darf, weiß ich nicht. Weder sind die voll, aber ich
müsste eigentlich online spielen können, wenn ich möchte, ne? Die besten 10 Kegler, die beste Runde, also oben werde ich nicht beistehen. So, wir machen beenden. So Leute, ja, da bin ich wieder. Ich muss nur kurz schneiden. Ja, wenn ihr hier auf beenden geht, dann ist Schicht. Dann geht er ganz raus, habe ich jetzt festgestellt. Ja, das wollte ich ja noch nicht. Wollte nur kurz was dazu sagen. Also, ich sag mal, vom Spielgefühl her ist das schon cool, gefällt mir. Besser wie Spot Scramble auf jeden Fall. Es ist auch mehr so Fun. Das hier soll eine richtige Simulation sein. Ob das an richtiges Bowling simulationstechnisch rankommt, das kann ich euch nicht sagen, weil ich bin kein Bowler, da kenne ich mich nie aus, bin ich ganz ehrlich. Optisch müsst ihr euch das ein oder andere hier echt gefallen lassen, ganz ehrlich. Also teils Schriften, die ihr schwer lesen könnt, Kanten, die hier flimmern. Das tut schon ein bisschen weh im Auge, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das Ding kostet 20 Euro. Also, und nicht Crossbuy auch noch dazu. Also es ist sehr schwer für mich, das Ding jetzt zu bewerten. Ich habe es online noch nicht gespielt. Es geht mit 4 Leuten. Ja, das kann ich nicht spielen. Warum, weiß ich nicht. Ich gebe nur mal auf Einstellungen. Kann ich auch nicht. Also ich will da jetzt eigentlich die Bahn wechseln. Ne? Ich mache jetzt mal lokal. Achso, okay. Wir gehen nochmal auf eine andere Bahn ganz kurz. Gehen wir hier auf... Das fand ich ganz cool. Das finde ich alles sehr verwinkelt, dieses ganze Menü. Habt ihr selbst gesehen, ich habe mich oft das verklickt, weil ich das nicht so ganz verstanden habe direkt. Auch die deutsche Übersetzung, bewege dich mit dem Daumen und was weiß ich. Also das ist alles, ja, es wird so, ja, nicht dahin geklatscht, ne, aber nicht so ganz durchdacht. So, jetzt kann ich hier auch nur starten. Und wie kann ich jetzt wieder denn wechseln, wenn ich auf Dingens hier möchte? Ich traue mich ja nicht, ne? Werde ich wieder rausgeschmissen. Ich weiß es echt nicht. Da merkt ihr schon, also es ist alles ein bisschen komisch. Man startet auch immer woanders. Jetzt stehe ich näher an der Bar, das war vorhin auch nicht. Das weiß ich nicht, das macht mich alles so ein bisschen kirre, weil das alles so durcheinander ist. Müsst ihr echt selber wissen. Also ihr könnt sie auch zur Not wieder zurückgeben. Ich möchte da bedingt eine Kaufempfehlung für aussprechen, ganz ehrlich. Es ist nicht Schrott, weil das Spiel selber ist gut, das macht Laune. Nur das Drumherum ist irgendwie nicht so der Kracher in meinen Augen. Gut, dann hoffe ich, ihr könnt ein bisschen was damit anfangen. Eventuell gucke ich nochmal in den Multiplayer rein, kann ich euch nicht versprechen, muss ich schauen. Ich werde es auf jeden Fall behalten. Ich habe es gekauft übrigens. Ich habe nichts gehört von dem Entwickler, gar nichts, keine E-Mail, nichts, nada. Ihr kennt das natürlich, ich schreibe den jetzt nochmal an, wenn ich Ihnen das Video zeige. Eventuell kriege ich einen Key und ihr könnt ja wieder bei mir gewinnen, wenn ihr Glück habt. Aber sogar keine Antwort, finde ich ein bisschen blöde, aber okay. Dann müsst ihr natürlich ein bisschen selbst entscheiden, ob ihr euch das holen wollt. Also, ich sag mal, nur 15 Euro wären auch okay gewesen. Ist schwer. Also, deswegen kein finales Urteil von mir. Wer cool bowlen möchte, kann es hiermit tun. Das Gefühl ist cool. Und wie gesagt, die Optik, meh. Gut, dann lasst mir ein Däumchen, da würde mich riesig freuen. Wer noch kein Abo hat, dann würde ich gerne meinen Kanal abonnieren. Auch da würde ich mich riesig freuen. Und ansonsten kommt gerne auf meinen Discord, mittlerweile über 100 Leuten. Oder in unsere Facebook Oculus Quest Gruppe. Dann bis zum nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Euer Sascha. Macht's gut, Leute. Ciao.